Hallo zusammen, Tag Nummer 7 bricht an für unseren kleinen tapferen Holzfäller. Und wir sind immer noch dabei zu sortieren, was wir gefunden haben und dann weiter zu suchen nach Kram, zu bauen, zu basteln, alles eben. Den Hut lasse ich mal da, ich habe die Fackel dabei, falls ich Licht brauche und ich muss dran denken, gleich wieder die Schweine zu füttern. Dann kann ich mir nämlich ein zweites Feld anlegen. Und hier oben ist immer noch jede Menge Holz. Und dann sollte ich eigentlich auch jeden Tag Spinnen bekämpfen, am besten in der Abendzeit, um deren... Oh, ein Pilz, sehr gut, den kann ich dem anderen Schwein geben. Um deren Seide zu sammeln. Ein Pilz für dich, bitte sehr. So, ich möchte dich nicht angreifen, also geh bitte weg. Danke. Schaufeln wir mal noch die Baumstämme hier aus. Ordnung muss sein. Und dann mache ich mir irgendwo ein kleines Wäldchen, das ich anzünden kann. Aus dem einfachen Grund. Die Verschaufel ist kaputt. Ich hoffe, die töten nicht die Schweine. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann das niederbrennen kann. Und Holzkohle kriege. Und Holzkohle führt dazu, dass man einen Topf machen kann. Und der Topf, wurde mir erklärt, funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also, wie ich es mir nicht gedacht habe. Ich dachte, man bräuchte spezifische Rezepte, aber anscheinend geht der Topf einfach so, indem man irgendwas reintut und dann auf Kochen drückt. Und ich habe einfach nur gedacht, es ginge nicht, weil der Button rot war und auch rot blieb und der wird aber einfach niemals grün. Da ist Seide. So, dann nehmen wir noch ein paar Zweige mit und graben die aus. Gras müsste ich bald mal wiederholen. Hier so ein Walross-Camp. Die sind auch feindlich, habe ich gelernt. Sehr, sehr schmerzlich gelernt. So. Kram und Kram und Kram. Aber wenn man die direkt ausgräbt, kommt der Zweig dabei mit. Dann muss ich mir, kann ich mir das Pflücken sparen. Das ist sehr gut. Gut zu wissen. Ich brauche was zu essen. Dringend. Sonst gehe ich drauf. Noch kann ich mit ein paar Karotten hier. Eine Karotte habe ich noch. Das ist alles. Ups, das Gras wollte ich gar nicht ausgraben. Naja, na gut. Das ist schon fast fertig hier. Dann pflanze ich mir mal eine Reihe von Zweigen irgendwo ein. Vielleicht mache ich das einfach gerade hier südlich. Ja, warum nicht? Hier wollte ich noch ein bisschen aufräumen, einfach damit es ordentlicher ist. Ordnung muss ja sein. Und der Baumriese ist auch weg. Außer Sichtweite. Eine neue Schaufel. So. Und können wir noch das Skelett angreifen hier? Nein. Gut, gut. Ich wollte die Dinger einpflanzen. Und zwar hier unten. Huch. Wäre gepflanzt. Das Gras kommt erstmal in die Truhe. Vielleicht in diese hier. Ah, da habe ich noch einen.
So, wunderschön gepflanzt. Sehr, sehr, sehr symmetrisch. Es reicht natürlich nicht fürs nächste Feld, aber das da oben ist fertig. Eine Karotte? Ist ja blöd. Karotte ist wahrscheinlich so ziemlich das Schlechteste, was man da ernten kann. Ha, dann gehe ich einfach mal nach hier unten zu den Büschen und hol mir da was Neues zu essen. Bringt ja jetzt alles nichts hier, da zu bleiben oder so. Vielleicht soll ich vorher mein Holz noch ablagern und die Seide und alles. Holz hinein, Holz hinein. Dünger. Ah, ich hab doch genug Dünger, sehr gut. Schon gerade gefragt, warum es nicht reicht. Also, eine zweite Farm nebendran, einmal Samen drauf und weiter geht's. Die Seide wird irgendwo eingelagert. Wohl, den nehme ich mit. Kann man ja gebrauchen vielleicht für irgendwas. Aber diese Dinger hier nicht. Die Knochensplitter. So. Auf geht's. Auf zu den Büschen, die Leben bedeuten. Ja, Spinnen. Oh, es reicht schon wieder für einen neuen Blumenkranz. Sehr schön. Und ich weiß nicht, ich lasse mich gerade wieder ablenken, aber Steine. Spinnen, hallo? Geht mir vom Leib. Rückt mir vom Leib. Bleibt mir vom Leib. Okay, ich kann Bienen hören, aber zum Glück keine Killerbienen. Der Hunger treibt mich immer weiter. Oh Gott! Was fehlt mir gerade für Feuer? Gras. Interessant. Ich könnte einen Feuerpit machen, eine Feuergrube mit Steinen. Aber das wäre eine furchtbare Verschwendung. Mit der Fackel kann ich sogar noch ein bisschen weitergehen. Ja, sehr schön. Gras. Feuer habe ich jetzt nur gesetzt, damit ich sicher sein kann, dass da eins ist irgendwo. Okay, Zeit, die Beeren zu kochen und zu essen. Okay, und vielleicht auch die Karotten. So, das hält erstmal ein bisschen. Den Busch würde ich am liebsten gleich mitnehmen. Aber noch wächst er nach, also lieber nicht. Fackel lasse ich jetzt mal ausbrennen, dann habe ich wieder einen Inventarplatz mehr. So, Gras und Essen. Gras und Essen. Das sind die zwei großen Sachen, die ich gerade brauche. Okay, der Busch ist so weit abseits vom Schuss, den nehme ich mit. Schachfiguren. Bin ich schon wieder hier? Ja, ich bin schon wieder hier. Ich bin schon wieder beim Killerbienenfeld. Na, großartig. Okay, die Schachfiguren umgehe ich erstmal. Großläufig. Weitläufig. Wie ich immer neue Wörter hier finde. Großläufig. Manchmal finde ich es schwer, diese Schmetterlinge anzuklicken, um sie zu schlagen. Oh, das Ding wächst einfach zu nah an diesen Schachfiguren dran. Das möchte ich auch ausgraben, wenn ich meine Schaufel wieder finde. Okay, ein weiterer Busch. Ja, nee, den lasse ich mal wachsen. Die sind okay da. So, mein Blumenkranz ist kaputt. Dann kann ich mir doch grad direkt einen neuen bauen. Und die restlichen Blumen esse ich jetzt einfach mal für Lebensenergie, solange die noch frisch sind. Das war immer nur jeweils ein Punkt, aber das waren immerhin schon mal wieder 11 Punkte gerade.
Und Blumen sind hier ja reich vorhanden bei den ganzen. Bei den ganzen Killerbienen. Puh, die muss ich irgendwie mal systematisch ausrotten. Vielleicht kann ich die anzünden, die Bienenstöcke. Das wäre mal cool. Dann werden sie nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ausgeräuchert. Mhm. Gras und Beeren, Gras und Beeren. Nehme ich den Busch da mit? Oh, der steht ganz gut, wo er steht. Ich will nur die abgelegenen Büsche mitnehmen. Dünger habe ich momentan eh erst 3 oder so, wenn die, das Monsterfleisch verrottet, das ich von den Spinnen gekriegt habe. Mehr Killerbienen. Das ist dann der Turm hier. Oh, vergammeltes Zeug. Soll ich mich das mal wagen, mich mit dem Vieh anzulegen, um an das vergammelte Zeug ranzukommen? Ist eigentlich dumm. Und ich habe gesagt, ich will keine dummen Sachen mehr machen. Also lass ich's. Wow, so viele Karotten hier. Was ich auf jeden Fall tun sollte, wäre, meine Beeren zu grillen und zu verspeisen. So, der Bärenbusch hier unten ist schon wieder weit genug vom Schuss, dass ich hier nicht so oft hinkommen werde. Den kann man wohl dann mal mitnehmen. Analoges gilt für diesen hier. Oh, ich sollte mir wirklich, wirklich meine Beeren grillen. Und sie alle verspeisen. Ja, man lebt wohl auch von Beeren alleine. Proteine? Unnötig. Ich kann mich vegetarisch ernähren und trotzdem starker Holzfäller sein. So, hier unten ist Landende. Ich bin grasmäßig wieder super versorgt. Und ich habe einen Weg zu den Killerbienen, um die Killerbienen herum, so fast gefunden. Beinahe. Zumindest ein guter Weg, um da mal durchzuschlüpfen, wenn ich zu den Büffeln will oder so. Vielleicht will ich das ja auch sonst so in nächster Zeit. Immerhin gibt es da immer noch ein Wurmloch zu erkunden. Aber erst möchte ich noch ein bisschen Wissenschaft betreiben, noch ein paar Sachen erforschen. Da müsste ich eigentlich mal schauen, was mir noch so fehlt im Moment. Den Busch da unten will ich noch mitnehmen. Den da. Zack. Und rein damit ins Pack. Und dann gucken wir einmal hier noch vorbei. Und sich hier durchmogeln kann. Viele normale Bienen, sehr, sehr, sehr viele Blumen. Okay, damit haben wir ja alles erkundet. Die Stelle da. Ja, die Killerbienen sind wenigstens so nett und verziehen sich irgendwann zurück nach Hause. So wie ich jetzt. Mitten durchs Wäldchen hier, durchs unerforschte Gebiet, würde ich sagen. Und dann können wir da eine Nachtrast einlegen und schauen, was wir uns noch erforschen können, was wir noch brauchen. Wahrscheinlich wieder Seide. Die wichtigste Zutat für alles eigentlich. Oh, eine Holzrüstung sollte ich mir unbedingt machen. Auch 2 Seile und irgendwie 10 Holz oder sowas. Mach ich gleich. Alles zu seiner Zeit. Und die ist jetzt. So. Also, erstmal Feuer anmachen. So. Dann Dünger. Haben wir nur einen, natürlich. Das Monsterfleisch ist noch am Verrotten. Aber die Büsche pflanze ich trotzdem schon mal ein. Die pflanze ich dann hier drüben.
So, die werden erledigt. Spinne, ich will eigentlich deine Seide haben. Wo ist mein Speer? Hallo, ich möchte meinen Rucksack wieder aufheben. Eieiei. Da ist mein Speer. Jetzt legen wir die Rüstung an. Verjagen den Vogel. Okay, ich habe gesagt, ich brauche Seil für die Holzrüstung. Ja, so ist es. Zwei Seile. Und ich kann hier noch irgendwas anderes erforschen. Ah, die Schlafrolle. Da mache ich doch einfach mal eine. Und pack mir die irgendwo rein. Für Notfälle. Darf ich nur nicht vergessen, dass ich sie habe. Was mir schon so oft passiert ist. Okay, dann wollen wir noch ein Seil. Dann können wir uns die Holzrüstung machen. Und auch direkt anziehen. Damit kann man die Grasrüstung, denke ich mal, einlagern. Und vergessen. So, dann nehme ich mal ein bisschen Holz mit hier. So. Das kommt in die Kiste hier. Pinecones. Ich wollte einen kleinen Wald abfackeln. Gibt es ein gutes Wäldchen in der Gegend? Ich könnte auch einen großen Wald abfackeln, zum Beispiel da oben oder so. Aber beide ist das wahrscheinlich alles zusammengewachsen hier. Hm. So ein schönes kleines Wäldchen. Dann fackel ich vielleicht die einzelnen Bäume da oben ab. Das kann ich direkt morgen machen. Und mir die Holzkohle holen für einen Topf. Noch irgendwas Wichtiges, was ich brauche. Eine Alchemie-Engine wäre nicht so schlecht. Naja, fackeln wir erstmal ein paar Bäume ab. Und dann gehen wir Seide sammeln. So, was braucht man dafür? Zum Abfackeln braucht man eine Fackel. So. Jetzt ist aber Hitze hier. Oh, wir haben Sommer. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, die Tage werden lang. Ich möchte nicht wieder an Hitze sterben. Das war der schlimmste Tod bisher. Aber gegen Hitze kann man wirklich, wirklich wenig machen. Schmetterlingsflügel. Wie ist der denn gestorben? Holzkohle und Asche. So lobe ich mir das. Dann können wir gleich einen Topf machen und die Theorie testen, dass man darin kochen kann. So, war der auch noch abgebrannt? Nein, das war einfach nur ein alter Baum. Gut. Oh, jetzt haben wir hier oben eine schöne Grünfläche. Fast schon gut zu schön. Da pflanze ich gleich mal wieder neue Bäume ein. Zum Abfackeln natürlich. Ah, so ein Dutzend oder so. Die wachsen ja sehr schnell. So, das sollte erstmal reichen. Das ist schon mehr als ein Dutzend. Okay, das da rein. Die Asche hier rein. Das verrottet langsam, das ist gut. Und Dünger besorgen, Dünger besorgen. Schweine füttern. Wenn noch eines lebt hier. Ah, hallo. Wo sind sie denn? Das? Nein, doch nicht. Sind die weg? Ah, da ist eins. Kriegt sogar eine Karotte. Ja, sehr gut, hat angebissen. Den Köder geschluckt. So, ich will nur den Dung
Eigentlich sollte ich die Stämme sogar hier lassen. Falls mal so ein Baumriese vorbeikommt, kann ich dann noch an Holz ran. Auch ohne, dass ich Bäume fällen muss. Indem ich die hier ausgrabe. Ja, komm, sagt man's, da hört man schon den Baumriesen irgendwo stapfen. Ja, hier unten. Okay. Wäre eigentlich auch mal Zeit, jetzt Spinnen zu jagen. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Ich will jetzt eigentlich nur noch als letzte Aktion dieser Folge mir so ein Pott hier basteln, wenn ich denn die die nötigen Ressourcen dafür habe. Oh, verbesserte Farmen. Ich will auch mal bauen sollen. Wachsen schneller. Und ein Eimer voll Kacke. Da kann ich das dann effizienter verwenden? Hm, könnte ich mir auch bauen. Ich habe die Knochenfragmente. Okay, der Pott. Ich brauche dreimal Stein dafür. So, der Pott und der kommt genau hier hin. Hier hin. Und da kann ich doch jetzt Karotte, Karotte, Karotte kochen. Ich dachte, das wäre rot und bedeutet, es ist kein gutes Rezept, das ich nicht machen kann. Aber, ja, es geht tatsächlich. Na wunderbar. Dann werfe ich mich in Speer und volle Rüstung und werde mich mal mit ein paar Spinnen hier anlegen. Ach, das mache ich jetzt noch schnell. Zwei, drei, zu viele. Okay, ich fühle, ich habe in diesem Kampf etwas Wichtiges gelernt. Mit der richtigen Rüstung kriegt man alles platt hier. Mit der richtigen Rüstung sind Spinnen auch überhaupt nicht so schlimm. Okay. Dann will ich die Rüstung auch mal gleich in meiner Nähe lassen. Nämlich auf diesem Slot hier. Und der Speer auch. Oh, 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 oh. Gerade sage ich es noch. Zwei gleich auch wieder. Okay, die kamen wohl aus der Wüste. So, wenn ich das Monsterfleisch jetzt hier reintue, werden sich die Leute wieder aufregen. Insbesondere einer, der sagt, ich soll die doch nicht kombinieren, damit die besser verrotten. Wenn man sie nämlich kombiniert, dann dauert es länger, bis insgesamt alles verrottet ist. Auch wenn es im Schnitt genauso lange dauert. Und dann mache ich mir noch schnell Heilsalbe. Wenn man schon Asche und Steine hat. Zwei Anwendungen. Und dann bin ich für heute fertig. Das wär's. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.